Hallo zusammen, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin aktuell dabei, so ein bisschen meine Prozesse zu optimieren, also was so das Webseitenbauen angeht, auch Videografie tatsächlich. Und da geht es jetzt so drum, wie kriege ich es hin, einen ordentlichen und reibungslosen Ablauf eines Webseitenprojekts zum Beispiel zu machen oder von einem Videografieprojekt. Und da habe ich mir überlegt, klar, für die Webseitengeschichte auf jeden Fall einen Vertrag aufzusetzen. Da bin ich jetzt auch aktuell dabei, was sehr wichtig ist, weil da auch wichtige Dinge drin stehen, wie zum Beispiel, wie lange dauert das Projekt, wie lange hat man Zeit, um Änderungswünsche abzugeben, was ist überhaupt der Inhalt des Projekts, was wird da überhaupt gemacht, was ist der Wunsch etc. pp. Alles kommt da rein. Vielleicht, wenn ihr irgendwann mal Hilfe braucht oder so und sowas auch haben möchtet, könnt ihr mich gerne fragen. Vielleicht werde ich da mal so ein Template oder sowas mal zur Verfügung stellen, auf jeden Fall, weil ich glaube, das sind so Sachen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen jetzt in letzter Zeit, viele haben mir auch auf WhatsApp geschrieben, die auch gesagt haben, ey, ich hatte auch so ein paar Probleme so mit Kunden und dies und das und irgendwie macht man ja alles, wenn man selbstständig ist, so ein bisschen, ja, man will die Welt einfach verbessern und man glaubt immer so an das Gute in den Menschen irgendwie und oft kommt es vor oder häufig oder immer wieder kommt es vor, dass man dann doch irgendwie ja, auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und merkt so, oh, irgendwie war das jetzt doch nichts und irgendwie ist der Kunde doch ein bisschen komisch und irgendwie ist das dann doch zu undurchsichtig, auch für den Kunden selber. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass kein, ja, sag ich mal so, kein roter Faden durch das Projekt gezogen wurde und deswegen sind so Verträge, glaube ich, super, super wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, also ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen mittlerweile, sag ich mal, so ein bisschen abgestumpft und möchte alle Probleme, die in der Vergangenheit so passiert sind und alle, sag ich mal, auch so alle Sachen, die ich so meistern musste und lösen musste und Probleme, die ich lösen musste, einfach vorbeugen möchte. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Vertrag für beide Seiten, also für mich und die Kundenseite, auf jeden Fall super, super, super wichtig. Des Weiteren bin ich auch mit Optimierungen dran, was jetzt die Videografie angeht, hatte ich gerade auch schon erzählt. Und da geht es eher so um, wie gehe ich mit meinem Equipment um? Brauche ich wirklich immer alle Objektive? Brauche ich wirklich immer alles an Equipment, was ich mitnehmen möchte? Wie kann ich schnellstmöglich alles zusammenbauen und direkt bereit sein? Und wie ihr wisst, ich bin einfach, ich liebe mein Ronin. Ich liebe mein Ronin. Ich hatte das Ronin M. Es hängt immer noch so viel, irgendwie so viel Emotion an meinem Ronin M, dass ich mich davon bisher nicht trennen konnte, auch wenn ich es gar nicht mehr benutze. Und ich liebe es einfach. Und da geht es so drum, wie bin ich am schnellsten? Wie kann ich schnell die Kamera zusammenbauen, alles zusammenbauen etc. pp. Und da habe ich auch schon beim Ronin M so ein bisschen rumgefuchst und habe dann so einen V-Mount-Halter dran gemacht und alles nur noch mit einer Batterie betrieben quasi. Also meine Kamera, mein Monitor, vielleicht auch mal so Mikrofonzubehör und sowas. Alles lief über eine Batterie und das war so ein bisschen clunky. Klar, waren viele Kabel dran und sowas. Aber das neue Ronin, das RS2, oder RS3 ist es, glaube ich, kann auch eine V-Mount-Batterie fassen mit Kontakten und leitet quasi den Strom über den Rahmen zu den bestimmten Ports, die man haben will. Und das ist perfekt für mich. Und ich bin da auch so, ja, ich aus Spaß und beziehungsweise auch da aus, sag ich mal, aus einem Lerneffekt raus, versuche ich immer Sachen immer wieder zu, ja, so in mein Gedächtnis zu führen, ja, also ich gehe dann daher und pack einfach mal meinen Ronin, nehme meine Kamera und versuche dann mal alles schnellstmöglich zusammenzubauen und so mit wenig Kabeln wie möglich und auch Kabelkanäle zu bauen oder irgendwelche Halter, die die Kabel halten und so weiter und so fort, um da schnell fertig zu sein. Und das ist auch so eine Optimierung, die ich mir immer so einfallen lasse. Und was auch super wichtig ist, typischer Fehler eines Foto- und Videografen: Checkt eure Einstellung in der Kamera. Es ist so wichtig. Oft ist man unterwegs, man hat vielleicht zu Hause irgendwas getestet, ja, und denkt so, ja, ist doch vielleicht nichts, so diese Einstellung. Vielleicht zum Beispiel, weiß ich nicht, hat man irgendwas an der Bitrate umgestellt oder vielleicht auch das Aufnahmeformat umgestellt. Von RAW-Bilder auf JPEG, keine Ahnung, man hat irgendwas getestet. Und vergiss das dann umzustellen. Absolute Katastrophe, ist ganz schlimm, wenn man es dann gar nicht mehr merkt. Ja, oder man hat es irgendwie vergessen.
ADS, Patrick, sowieso immer schwierig. Und da ist es so, check das. Also ich bin mittlerweile so weit, wenn ein Dreh ist, ein Fototermin, irgendetwas, ich gehe nochmal komplett durch die Kamera, ich check alle Einstellungen, ist alles so, wie ich es haben möchte. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich da jetzt umgestellt habe und ich weiß, aber irgendwas war da, setze ich alles auf Werkseinstellungen zurück. Weil anders geht's nicht. Und dann gehe ich von dort aus wieder weiter. Klar sind dann die Tastenbelegungen weg und so, aber besser, als wenn man jetzt zum Beispiel einen ganzen Videodreh macht und dann plötzlich zu Hause merkt, ey, ich habe nur in MP4 gefilmt, ohne RAW, ohne irgendwas, einfach nur ganz normal. Oder man hat vielleicht sogar die Auflösung von 4K auf Full HD gestellt. Irgendwas Dummes, ja, so wirklich was, irgendwas komplett Blödes, oder man hat die Mikrofoneinstellung komplett verkackt. Ganz schlimm. Deswegen immer checken, was sind die Einstellungen, am besten Tag vorher schon alles einrichten, euch so zusammenpacken, dass ihr wisst, hey, wie kann ich das jetzt schnell zusammenbauen, pack meinen Koffer raus und dann bin ich auf jeden Fall ready to shoot. Ja, das sind so Sachen, die mich beschäftigen. Ihr merkt auch hier, die Stories, die werden so ein bisschen hochwertiger. Das liegt daran, dass ich das jetzt mit meiner richtigen Canon C70 filme. Und ich habe gedacht, ich möchte mich mal so ein bisschen abheben. Ja, ich will mal schöne Stories machen in einer schönen Qualität und mit einer schönen Tonqualität auch, auch wenn es hier ein bisschen schallt, ich weiß. Aber das geht leider nicht anders. Meine Wohnung ist ziemlich hellhörig. Und ich möchte euch hier auf jeden Fall auch viel mehr Mehrwert geben. Ich möchte ein bisschen mehr über meine Gedanken sprechen so und alles, was Business betrifft. Weil ich glaube, dieses Private ist vielleicht auch ganz cool mal, aber ich will mich da auch in der Hinsicht natürlich irgendwo positionieren. Ja, jetzt aktuell, ich wusste nie, wo ich hin will und habe dann Stories und so eigentlich immer eher so als, ja, so als Spaß gesehen. Aber eigentlich ist es doch schon irgendwie etwas, um sich richtig zu positionieren als Unternehmer, als Selbstständiger. Und deswegen werden da öfter solche Get-Stories kommen auf jeden Fall. Aber ich glaube, vielen von euch, die finden das super interessant. Immer wenn ich über solche Sachen rede, so wie gestern auch mit der Webseite, kriege ich super viele Nachrichten und sagen, ey, danke, super, habe ich gar nicht gewusst und so. Und deswegen, ja, werden solche Stories hier auf jeden Fall öfter kommen.